Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Der Gast aus Aalen stößt an, ganz in Rot, von rechts nach links. Und der Gastgeber von links nach rechts, ganz in Gelb. Vielleicht ein paar Sätze zum Gast aus Aalen. Die sind durchaus solide in das Kalenderjahr 2023 gestartet, nachdem man eher holprig reinkam beim 6-Punkte-Spiel in Bocholt. Hat man sich zusammengesetzt zu einer Aussprache, hat Tacheles geredet und das scheint Wirkung gezeigt zu haben. Jetzt aber erstmal strahlen mit dem 1:0! Zeitarus! Zweite Spielminute! Erste Chance, erstes Tor! Und die eiskalte Dusche für den Gast aus Aalen. Der Matchplan von Andreas Golombek. Jetzt schon komplett über den Haufen geworfen. Hier die Wiederholung. Dunweis fühlt sich wirklich bedrängt. Bei Harbus ist niemand und der braucht nur noch einschieben. Eine seiner leichtesten Übungen und die ganz frühe Führung für den SV Strahlen. Bulut macht das gut mit Holdak zusammen. Bulut! Knapp daneben. Riesenmöglichkeit für Hüseyin Bulut. Letzte Woche noch doppelt getroffen. Hier schießt er aber knapp am Tor vorbei. Wollte Uwe Buike schicken. Der wusste aber noch nichts von der Idee. Insofern ist der Ball verloren und wieder bei Strahlen. Und der Ball war nicht wirklich gut. Bulut auf Twarzyk und Paris ist da. Nächste gute Möglichkeit. Patrick Twarzyk trifft den nicht voll den Ball, trotzdem kommt er gut auf das Tor, aber Paris taucht ab und ist zu und kann den Raum schließen, sodass Borgmann erstmal abbrechen muss. Bulut setzt sich hier durch gegen Päfkin und gegen Fionnuke und verfehlt das Ziel knapp. Außennetz. Starke Einzelaktion von Hüseyin Bulut. Gegen zwei setzt er sich hier klasse durch. Holdak mit Piel, das machen sie gut. Flanke, immer noch im Spiel, Bulut. Und die Möglichkeit, Gianluca Mazzullo. Harus setzt sich hier gut durch. Immer noch Harus, sucht Mata. Mata! Und Brinkmann ist zur Stelle. So dass der Ball bei Strahlen bleibt. Jetzt aber Klan zu Uwe Buike. Wieder Dominik Klan. Gegen zwei, Hüseyin Bulut. Findet Holdak. Und Dominik Klan. Und wieder ein strahlender Bein dazwischen. Das Piel aus der Luft. Trifft den super den Ball. Aber zieht am Gehäuse des SV Strahlen vorbei. Hier sehen wir es nochmal. Der Abschluss von Klan. Da ist ein strahlender Bein dazwischen. Und dann Piel mit diesem Abschluss. Paris muss aber nicht nein. Den Bulut. Zwarzyk kommt mit, kriegt den Ball. Mazzullo, Bulut, Hüseyin, Bulut. 1-1. Mustergültiger Konter. Und Hüseyin Bulut markiert den Ausgleich für Rot-Weiß Aalen. Aus einer eigenen Ecke heraus den Konter hier zugelassen. Hüseyin Bulut, eine seiner leichtesten Übungen. Keine Chance für Paris. Mit Heller. Immer noch Päfkin. Schafft es, den Ball vors Tor zu bringen. Immer noch Strahl, da ist Arifi. Und Pfosten! Und Eckball. Was für eine Gelegenheit für den SV Strahl. Arifi, guter Abschluss. Ball klatscht an den Innenpfosten. Da setzen sie sehr gut nach. Arifi trifft den Ball super. Und viel knapper kann es nicht sein. Fazik hilft und Mike Peel schaltet sich vorne ein auf Bulut. Die machen es direkt. Was für eine Gelegenheit.
aber da ertönt der Abseitspfiff. Borgmann tankt sich da durch. Gianluca Mazzullo immer noch am Ball. Mazzullo daneben. Ich denke, Marta wird's machen. So ist es auch. Ball kommt vors Tor. Und Asenjai verpasst nur knapp. Auch der Ball kommt gut. Das ist Marta. Ken Marta. Mit dem Kopf. Dünnwald setzt sich hier gut durch. Der Schuss gelingt dann nicht wirklich. Jai, wieder langer Hafer nach vorne rein. Spiel läuft weiter. Seite Ruß mit dem Schuss und dem Tor. 2-1 für den Westfalen. Was für ein Abschluss. Seite Ruß mit seinem zweiten Treffer heute. Till Brinkmann macht sich lang und länger, aber der Schuss ist einfach viel zu gut und zu platziert. Wir gucken aber rauf in die Wiederholung. Seiterus mit dem linken Fuß. Till Brinkmann kratzt doch am Ball. Kann ihn aber nicht mehr entscheidend abwehren. Und jetzt hat Rot-Weißer ein gewaltiges Problem. Viel zu wenig, um mir noch irgendwie was Zählbares herauszuholen. Gefühl fehlt auch der Glaube. Jetzt wieder Ken Marta. Mit Huismann. Huismann und Brinkmann hält. Ball noch im Spiel. Immer noch Hüseyin Bulut. Dominik Klahn mit dem Abschluss. Latte! Das wär's gewesen. Lattenknaller in der dritten Minute der Nachspielzeit. Da wäre Julius Baris nicht mehr dran gekommen. Schöne Szene. Und Pech für Rot-Weiß Aalen. Aber nochmal Eckball. Till Brinkmann kommt nach vorne. Letzte Szene des Spiels. Ecke kommt rein. Und Strahlen kann klären. Und das war's. Der Schlusspfiff ertönt und der SV Strahlen behält die 3 Punkte hier im Stadion an der Römer. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.